Genau, also die Idee ist, zwei Rechner zu verbinden. Also die Aufgaben, die wir haben, sind, dass 0 und 1 hin und her geschoben werden. Wir haben ja gelernt, dass Computer Daten als 0 und 1 speichern. Und jegliche Kommunikation findet natürlich dann auch in dem Übertragen von Informationen statt. Und das Übertragen von Informationen findet eben auch auf dem Binär, auf der Grundlage des binären Systems statt. Und das ist sozusagen der Grund, warum hier 0 und 1 auch wieder so wichtig werden. Wir haben also PC 1, ja, den einen PC auf der linken Seite und dann haben wir den anderen PC auf der rechten Seite. Und ein weiterer Bedarf, nicht nur, dass sozusagen die Nullen und Einsen von hier nach da geschoben werden, sondern ein weiterer Bedarf ist natürlich auch, dass vielleicht mehr als zwei PCs in eine Kommunikation treten. Ja, dass also ein dritter und ein vierter auch noch mitsprechen können. Und ein weiterer Bedarf ist, dass Rechner mit verschiedenen Betriebssystemen und mit verschiedenen Voraussetzungen immer noch miteinander kommunizieren können. Dass ich also verschiedene Systeme habe, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit irgendwie einen Standard finden, gemeinsam, über den sie miteinander kommunizieren können. Wichtig ist auch, dass das System stabil läuft. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ja, so im Groben gesagt, da gibt es das TCP-Protokoll und das IP-Protokoll oder das TCP und das IP-Protokoll. Und das TCP-Protokoll erzeugt Kommunikationsstabilität dadurch, dass möglichst viele Pakete rausgeschickt werden und die Pakete so oft, also das, um genau zu sein, die Pakete so oft rausgeschickt werden, bis die Kommunikation ausreichend stabil ist quasi. Und die werden also immer wieder rausgeschickt, bis die andere Seite irgendwann meldet, ja, ich habe eine Information. Beim IP-Protokoll ist es eher so, das werden wir nachher noch sehen, dass die Kommunikation sehr kontrolliert verläuft, also die andere Seite sehr genau schaut. Bei mir ist das und jenes angekommen, was hast du alles abgeschickt, da fehlt noch was, schick mir das noch. Und dadurch habe ich zwar erhöhte Kommunikation zwischen den beiden Seiten über die Kommunikation, quasi so eine Art Metakommunikation, aber dafür habe ich auch gezielte Kommunikation zwischen beiden Seiten. Genau, Geschwindigkeit ist noch ein Thema. Ja, also wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt so einen Ansatz habe, wo irgendwie so gezielt kommuniziert wird, ja, ich habe das Paket 1 von 4 und das Paket 2 von 4 bekommen, aber 3 und 4 von 4 habe ich nicht bekommen, schicken wir die nochmal. Dass es ein bisschen länger dauert, als wenn jemand wie so ein Dauerfeuer 1, 2, 3 und 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 abfeuert. Genau, wird Kommunikation umgesetzt. Schauen wir uns das mal so ein bisschen im Schema an. Also wir haben unsere zwei Rechner. Und wir haben eine Stromleitung oder eine Glasfaserleitung. Theoretisch ist an der Stelle alles denkbar, was Nullen und Einsen schnell genug übertragen kann. Wir haben ja uns angeschaut, dass zum Beispiel so eine Lochkarte zum Beispiel könnte man ja auch benutzen zur Kommunikation. Ne? Dann wird die von dem ersten Rechner hier gepackt, denn der stanzt dann die Löcher in diese Karte und dann wird sie zu dem Rechner gebracht und der liest die Löcher aus. Ja, so funktionieren zum Beispiel diese alten Wahlkarten in Amerika, wo die diese Löcher reinstanzen, da wo sie wählen wollen. Generell Wahlkarten funktionieren ja auch so. Ne? Also ich habe irgendwie 20 Felder und eins von den Feldern wird dann halt markiert und der andere Computer liest es aus, könnte man auch mit Computern machen. Aber es gibt auch ziemlich abgefahrene Systeme zur Kommunikation. Zum Beispiel gibt es ein White Paper darüber, dass man bei einer Lampe, die zum Beispiel LEDs hat, eine dieser LEDs oder alle dieser LEDs in einem Lichtspektrum, das menschlich nicht wahrnehmbar ist, flackern lässt. Ja, und jedes Anflackern ist quasi eine 1 und jedes Nichtflackern ist eine 0. Und dann geht es halt so nach zeitlichen Abständen. Und dann braucht man halt unten an dem Rechner, wo man sitzt, quasi nur ein Gerät, das dieses Flackern ausliest. Und dann ist damit genauso lichtschnelle Kommunikation möglich wie durch Lichtwellenleiter, was ich sehr interessant fand. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass Leute, wie war das genau? Die haben ein Virus geschrieben, der das Mikrofon von einem Computer benutzt, um Daten zu senden. Und gleichzeitig haben sie ihn so geschrieben, dass er der den Lautsprecher von einem Computer benutzt, um Daten zu senden, also so ein Knacken oder so ein Piepen. Und sie haben den Virus geschrieben. Und dieser Virus ist aber auch imstande, über das Mikrofon das Knacken und Piepen von einem anderen Rechner abzuhören. Das heißt, selbst wenn die beiden Computer nicht verbunden sind, würde der eine quasi diese Geräusche produzieren und der andere würde sie abhören. Und so kann man eine Air-Gap, kommen wir später noch drauf, was das ist, überwinden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Daten zu übertragen.
Und wir beschäftigen uns jetzt aber mal so ein bisschen abstrakt davon und sagen, es werden 0 und 1 hin und her geschoben. Jetzt brauchen wir Protokolle, die festlegen, welche Arten von Nachrichten existieren eigentlich. Weil wenn jetzt der Linke irgendwelche 9 und 1 losschickt und der andere, der Rechte, weiß nicht, wie er sie interpretieren soll, das haben wir uns ja bei den Zeichensätzen schon angeschaut, dann gibt es keine Kommunikation in dem Sinne, weil die einander nicht verstehen werden. Das heißt, der Sendende muss wissen, wie der Lesende liest, beziehungsweise der Lesende muss wissen, wie der Sendende meint, was er abschickt. Genau, und da wir einen Strom von Nullen und Einsen haben, der konstant fließt quasi, ist es so, dass man sich halt die Frage stellen muss, wie unterteile ich diesen Strom quasi, sodass ich weiß, an welcher Stelle Informationen anfangen und an welcher sie enden. Und darüber muss man sich auch Gedanken machen. Und wie sie halt darzustellen sind, beziehungsweise wie sie dem System übergeben werden sollen. Und wenn ich diese Probleme alle gelöst habe, wenn ich gesagt habe, okay, also ich weiß jetzt, wann ein Datenstrom anfängt und wann ein Datenstrom abebbt quasi oder endet, dann muss ich noch überlegen, wenn ich jetzt ganz viele Teilnehmer in einem Netzwerk habe und die senden alle gleichzeitig, dann wird es vielleicht schwierig, die Signale auseinanderzuhalten. Und deswegen gibt es dazu auch noch Regeln. Und noch ein paar andere Regeln. Genau. Aus diesem Grund wird es in Schichten quasi aufgeschichtet. Also man betrachtet das Netzwerk quasi in den verschiedenen Schichten. Und die erste Schicht ist die pure Übertragung von 9 und 1. Ja, also wenn ihr ein Netzwerkkabel nutzt, wie oben in der Bibliothek zum Beispiel, und von hier quasi über dieses Kabel, hier steckt das Kabel in den Rechner, und dann gibt es auf der anderen Seite idealerweise auch einen Rechner, der diesem Kabel einen Anschluss vorhält und wo ich dann Signale über dieses Kabel von diesem Rechner zu dem schicken kann, 0 und 1 im Endeffekt. Und was dann auf dieser Schicht passiert ist, ich schicke einen bestimmten Strang von 0 und 1, die kommunizieren, hey, ich möchte diese Verbindung aktivieren. Dann werden diese Bits übertragen, dann gibt es eine Information, die sagt, hey, ich möchte die Verbindung aufrechterhalten. Und es gibt natürlich dann noch eine bestimmte Art von Kommunikation, die sagt, okay, jetzt soll die Verbindung deaktiviert werden. Auf dieser Schicht geht es nur darum, von einem Gerät zum nächsten zu übertragen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel in dem Raum von der Uni sitze, ja, ich nehme mal kurz den Rechner, und ich habe jetzt hier meinen Rechner, nehmen wir mal das iPad hier, ja, ich habe hier dieses iPad stehen, und das iPad versendet Signale und sagt, hey, ich möchte gerne die WLAN-Verbindung aktivieren zum Beispiel. Und da oben, da ist ein WLAN-Access Point. Ja, und diese Verbindung, Moment, also wenn wir das hinkriegen, diese Verbindung vom WLAN-Access Point aus dem iPad und zurück zum WLAN-Access Point, das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, diese beiden Geräte sind direkt miteinander verbunden. Und alles, was zwischen diesen Geräten passiert, quasi passiert zunächst mal auf der ersten Schicht. Ne? Also die Geräte sagen, okay, wir haben beim WLAN ist es ein bisschen komplexer, weil man erst noch aushandeln muss, ob überhaupt eine Verbindung besteht. Aber wenn dann sozusagen grundsätzlich mal ein Kommunikationskanal besteht, dann wird halt aktiviert. Das heißt, es wird gesagt, okay, ich möchte jetzt anfangen zu senden, dann wird gesendet. Irgendwann gibt es vielleicht eine Pause, dann wird gesagt, Moment, ich bin noch nicht fertig, ich schicke gleich noch mehr. Und irgendwann dann wird die Verbindung deaktiviert. Hier ist wichtig zu wissen, es geht wirklich nur darum zu organisieren, wie Nullen und Einsen quasi schnell und nacheinander wegkommuniziert werden können. Alles Weitere passiert wird auf den höheren Schichten passieren. Wir gucken uns das gleich an. Und zwar die erste Abstraktionsschicht, ich habe nachher noch ein Schema, wo man das ein bisschen besser ablesen kann, aber die erste Abstraktionsschicht ist, okay, diese Nullen und Einsen, wenn ich jetzt an dieser Stelle bin, wo ich sage, hey, ich bin jetzt bei der Bitübertragung, und dann kann ich zwar 0 und 1 rüberschicken, aber dann ist dem anderen ja noch nicht klar, wann die erste Datei aufhört und die zweite Datei anfängt, weil es ja so ein Strom von 0 und 1 ist. Jetzt könnte ich lange Pausen einsetzen. Das würde aber dazu führen, dass ich halt in der Kommunikation, wenn ich viele kleine Daten zum Beispiel hin und her schicke, dass ich dann lange Pausen habe, und zwar viele. Was man aber auch machen kann, ist, man teilt die einzelnen
Informationen, die man verschicken will, in Blöcke auf. Man sagt, okay, ich habe einen Block, der kann zum Beispiel 128 Bytes lang sein. Wir haben gelernt, ein Byte ist 8 Bit, das heißt 128 mal 8 Bit. Na, und dieser, der kann 128 Bytes lang sein. Und der setzt sich zusammen aus einem Header. Und in dem Header steht, wie viel Paket ich jetzt habe. Und da steht, für wen das Paket ist und von wem das geschickt wurde. Und dann kommt der Inhalt und dann kommt der Trailer. Okay, das heißt, ich habe so ein bisschen Metainformation zu dem Paket. Und dann habe ich den eigentlichen Inhalt in dem Paket. Und dann habe ich nochmal ein bisschen Metainformation. Ja, und wenn wir uns das so vorstellen wollen, können wir sagen, okay, so ein Frame, so ein Netframe, das ist 72 bis 1530 Bytes groß, ne? Also bis zu 1,5 Kilobyte. Nicht Kilobyte, da müsste ich jetzt, das würde ich niemals schaffen, das im Kopf auszurechnen. Und der Header, der ist 26 Bytes. Ne? Also wenn wir sagen, hier haben wir so eine pure Übertragung eines Stroms von Bits, ja? Das heißt, die werden da hier einfach so durchgefeuert. Dann haben wir die Konvention zwischen dem Sendenden und dem Empfänger, dass die ersten 26 Bytes, und zwar immer genau die ersten 26 Bytes, der Header sind. Und dieser Header, der enthält Informationen darüber, wie lang das Paket sein wird. Ne? Ob das 72 oder 1530 oder irgendwas dazwischen lang sein wird. Und dadurch, dass ich weiß, dass der Header 26 Bytes lang ist, und dadurch, dass ich durch den Header weiß, wie lang das Paket sein wird quasi, ne? Also zum Beispiel so lang, das ist nicht gut zu erkennen. Also wenn das der Header ist und das hier das Paket ist, dann weiß ich halt durch den Header, also weiß ich immer, dass der Header, grundsätzlich weiß ich über den Header, dass der 26 Bytes groß ist, und ich weiß dann über das Paket, wie groß das Paket ist, weil das im Header drin steht. Genau. Und im Trailer sind nochmal so Informationen wie Hashwert und sowas drin. Und dann habe ich diesen riesen Strom von Nullen und Einsen, den habe ich dann managebar gemacht, weil ich dann sage, okay, das sind lauter kleine Pakete, die jetzt reinkommen, und ich kann sozusagen dann den Strom sozusagen immer getrennt behandeln. Und wenn mal irgendeine Datei zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Word-Datei, praktisch jede Word-Datei ist größer als 2 Kilobyte, absolut jede Word-Datei, schon beim Erstellen sind die ungefähr 100 Kilobyte groß, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jedenfalls ist es dann so, dass ihr, wenn ihr euch diese Dateien jetzt hin und her schickt und ihr habt eine Datei, die ist größer als so ein Paket, dann wird der binäre Strom quasi, der diese Datei darstellt, der wird dann halt in die einzelnen Pakete unterteilt. Und dann steht im Header vielleicht noch sowas drin, wie das wievielte von wie vielen Paketen diese Datei ausmacht. Genau. Aber was jetzt mit mehr als zwei PCs? Da kommt das Internetprotokoll, also wir haben schon so ein bisschen Internet drin, da kommt das Internetprotokoll zum Tragen. Und bei dem Internetprotokoll ist es so, ich habe jetzt also Clients, das heißt, ich habe Computer, die sich als Teilnehmer in ein Netzwerk einbringen oder an einem Netzwerk anmelden. Und die machen nichts, als dieses Netzwerk zu konsumieren quasi. Die sind zunächst mal nicht per se für die Infrastruktur da. Und jetzt habe ich aber gerade eben ja erklärt, wie zwei Computer miteinander kommunizieren. Was ist denn, wenn ich jetzt noch einen dritten Computer habe? Und um das zu managen quasi, um das zu verwalten, brauche ich halt jetzt jemanden, der Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und diese Infrastruktur, die wird von dem Host oder auch Server genannt, zur Verfügung gestellt. Das ist also ein Gerät, das entweder die ausschließliche Aufgabe oder unter anderem auch die Aufgabe hat, Netzwerkinfrastruktur oder irgendeine Form von Infrastruktur oder Service anzubieten. Und wenn jetzt irgendeiner der Clients, also irgendeiner der Rechner, die mit dem Netzwerk an sich jetzt nicht in irgendeiner erstellenden, schaffenden oder aufrechterhaltenden Form quasi verbunden sind, die verbinden sich also quasi nur als Clients, als Kunden quasi, und der Host, der Gastgeber, der bietet denen dann das Netzwerk und alle zugehörigen Dienste an. Das heißt, der sagt allen, welches Netzwerkprotokoll gilt hier. Jeder, der reinkommt, bekommt eine Netzwerkadresse, damit die sich auseinanderhalten und damit auch er weiß, wer gemeint ist und wer ist. Und erhält halt alle nötigen Informationen, die noch weiter notwendig sein sollten, wie zum Beispiel, in welchem Adressbereich bewegen wir uns, wie ist der schnellste Weg zum Internet, und all solche Informationen behält er dann bereit. Genau. Dann erhält er Informationen von den Clients. Also der eine schickt jetzt zum Beispiel, hey, ich wollte mal wissen, ob der Typ mit der Adresse XY da ist. Und dann sagt der Server, ja, der ist da. Und dann fragt er, hey, wenn dieser Typ da ist, ich hätte da mal so eine Information für den.
und dann schickt er die an den Server und der Server sagt, ui, da ist diese Information für den Typen XY, dem schicke ich das jetzt. Und so wird quasi über den Server die Verbindung geschickt, die Informationen weitergeleitet. Und dafür ist die dritte Schicht zuständig. Also wir haben nochmal gesagt, wir haben die erste Schicht, da geht es nur darum, da betrachten wir jetzt erstmal nur den puren Strom von 0 und 1. In der zweiten Schicht teilen wir diesen Strom von 0 und 1 auf und nehmen uns aus quasi, machen da Pakete draus und jedem Paket schicken wir so einen 26 Byte langen Header vor und so einen kleinen Trailer hinten dran. Was wir jetzt machen, ist, dass wir aus den Daten, die nach dem Header folgen, nochmal einen kleinen extra Header rausschneiden. Also das Paket wird immer kleiner, aber die Daten sind, also die Pakete sind jetzt nicht so groß. Ich würde es mal reinschreiben, wie groß ein IP-Header ist. Jedenfalls, in diesem IP-Header steht dann halt drin, dass diese, also in dem Header auf dem zweiten Layer drin steht, hey, ich schicke dieses Paket jetzt an den Server, kann ich in dem dritten Layer in den IP-Header schreiben, lieber Server, dieses Paket ist eigentlich gar nicht direkt nur für dich, sondern das ist für diesen anderen im Netzwerk. Ne? Also wenn wir nochmal hier zurückgehen, dann würde er im Header des zweiten Layers, wenn diese Stromdaten hier durchfließen, würde er quasi diesen Header aus seinen 0 und 1, den würde er einmal dazwischen setzen quasi. Und in dem Header würde stehen, von dem zweiten Layer würde stehen, hey Server, diese Daten sind für dich, kümmere du dich bitte um diese Daten. Dann kommen die Daten bei dem Server an, der Server guckt sich den Header von dem zweiten Layer an und sagt, oh, diese Daten sind ja für mich, na dann verarbeite ich die mal. Und dann guckt er im dritten Layer quasi, dann guckt er hinter dem ersten Header, der zum zweiten Layer gehört, guckt er nach dem dritten Header, nach dem zweiten Header, der zum dritten Layer gehört. Oh Gott. Also er guckt sich diesen Strom an und sagt, okay, ich weiß die ersten 26 Bytes, das ist der Header. Da, den lese ich jetzt. Und in dem Header steht drin, oh, ich bin der Server und diese Pakete sind für mich. Dann gucke ich mir jetzt mal dieses Paket an. Ich nehme an, ich werde hier einen IP-Header finden, weil hier steht ja drin, dass es eine IP-Datei ist. Und in dem IP-Header steht, hey Server, dieses Paket ging zwar ursprünglich an dich, aber im Kern ist es eigentlich für diesen dritten gedacht. Ne? Also ich habe dieses Paket an den Server geschickt, ich habe doch im zweiten Layer in den Header geschrieben, das Paket ist für dich, für die direkte Kommunikation, aber insgesamt, ganz am Ende, soll das eigentlich hier zu dem dritten Typen. Und das steht im IP-Header. Das ist so ein bisschen, könnt ihr euch das vorstellen, wie wenn ihr einen Brief habt und ihr schreibt drauf, für wen dieser Brief ist, aber zuerst gebt ihr ihn bei der Post ab. Ja, weil die Post ist sozusagen der Infrastrukturanbieter und da ist halt, erstmal gebt ihr den Brief dem Postbeamten oder dem Briefkasten quasi, weil ihr keinen direkten Zugriff auf die dritte Person habt, zu der das eigentlich soll. Und deswegen gebt ihr das dem Postboten. Und hier ist es auch so, in dem Header steht drin, das ist jetzt erstmal für den Postboten, für den Server und der soll es dann weiterleiten. Das sind alle Informationen, ja, also hier im Header steht die Aufteilung in Pakete, wie viele Pakete gibt es, wer ist der Empfänger, wer ist der Absender. In dem IP-Header steht drin, wer der Endempfänger ist und Routing-Infos. Ja, gibt es vielleicht jemanden, der das zwischendurch nicht lesen darf. Früher in den Präsenzveranstaltungen haben wir das mal gemacht, da haben wir dann so kleine Zettelchen gemacht, die dann unsere Pakete waren und haben die dann rumgeschickt. Endempfänger ist, könnt ihr euch wie in der Klasse vorstellen, ja, man sitzt da und dann ist der Emil hinten rechts und zwischen einem und dem Emil sind der Stefan und die Larissa und dann möchte ich halt, dass der Emil das Zettelchen kriegt und nicht Stefan und Larissa. Also muss ich Stefan und Larissa irgendwie kommunizieren, dass das für den Emil ist und die müssen das dann an den Emil weitergeben, weil ich im Unterricht nicht aufstehen kann. Und ungefähr so funktioniert das ja auch. Ne? Also die Rechner haben keine direkte Verbindung und deswegen sind dazwischen halt Stefan und Larissa als Infrastrukturanbieter, um dieses Paket weiterzuschicken. Und diese Routing-Infos kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass ich sage, ja, das sind jetzt Stefan und Larissa, aber ich will eigentlich nicht, dass Stefan das kriegt, weil der macht die immer auf und liest dann alles vor. Deswegen möchte ich, dass Clara das bekommt. Und dann Larissa. Und deswegen gebe ich das halt nicht dem Stefan, sondern der Clara. Wenn ich jetzt aber das Problem mit Larissa habe, dann muss ich dem Stefan irgendwie kommunizieren, dass jedenfalls, wenn er diesen Zettel zum Emil weitergeht, der nicht an Larissa vorbeigeht, weil die macht die immer auf. Und so ein bisschen kann man sich das hier auch vorstellen. Also ich kann das Paket reinschreiben, zum Beispiel nicht über chinesische Router, nicht über iranische Router, nicht über deutsche, nicht über englische, amerikanische, was auch immer. Da kann man noch weitere Infos hinzusetzen. Genau. Aber es gibt noch weitere Layer.
Ja, und auf weiteren Layern werden weitere Informationen quasi hinterlegt für dieses Paket und da wird dann eine Zuordnung zum Beispiel vorgenommen, wo dann gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier Paket 1 von 5 und es gab aber 3 Reihen von jeweils 5 Paketen, sind die alle angekommen, soll ich noch was schicken, braucht ihr noch mehr? Man kann auf der Ebene auch schon anfangen, die Daten zu verschlüsseln und sagen, okay, diese Daten sind nach dem Standard XY verschlüsselt. Wenn du die entschlüsseln willst, brauchst du deinen Schlüssel und den Standard XY musst du dann auch können. Hier wird die Verbindung als Ganzes gemanagt. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf der Transportebene seid und ihr habt zum Beispiel Verbindungsschwierigkeiten mit der Telco, jetzt zum Beispiel in so einer Videokonferenz und dann bleiben alle Bilder stehen. Ja, dann wird hier auf der Transportebene gesagt, oh, weil ja, ich habe jetzt gar keine Bilder mehr bekommen, ich brauche die ganzen Bilder jetzt, die aktuellen, schicken mir die nochmal. Und dann werden halt die Bilder nochmal geschickt quasi. Wobei das ein schlechtes Beispiel ist, weil da werden die Bilder ja konstant geschickt. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel eine Webseite. Also ihr klickt auf eine Webseite und der lädt zum Beispiel den Titel und vielleicht irgendwie so die Umrisse von ein paar Absätzen und vielleicht noch ein Logo-Bild quasi und dann kommt erstmal nichts mehr. Ja, dann sozusagen euer Rechner schickt an den Webprovider, an diesen Anbieter von dieser Webseite, schickt er die Anfrage, hey, ich hätte gerne die und die Webseite. Der schickt das auch, aber es kommt nicht alles an. Und dann würde eure auf der Transportebene sagen, hey, die und die Pakete sind angekommen, diese und jene Pakete nicht. Schick mir doch nochmal die Pakete 3 von 5 und 4 von 5, von denen du gesagt hast, dass sie dazugehören. Die habe ich nämlich nicht bekommen. Und das kann alles auf dieser Ebene passieren. Und auf dieser Ebene wird die Verbindung als Ganzes gemanagt, wo ihr dann, wenn da was schief geht, quasi, wo dann gesagt wird, okay, ich habe jetzt irgendwie 10-mal gefragt und ich habe keine Antwort bekommen. Diese Verbindung ist im Eimer. Hey Server, gib dir keine Mühe mehr, ich brauche nichts mehr von dir. Da kommt ja eh nichts. Und ihr kriegt dann so ein Server-Timeout. Oder fliegt halt aus der Telco zum Beispiel. Genau, dann gibt es noch das Presentation-Layer. Hier werden die Informationen aufbereitet und für das Programm bereitgemacht. Und wenn ihr euch das so vorstellen wollt, dann sind diese ersten 3 Layer, die werden quasi innerhalb der Netzwerkkarte von eurem Computer noch erledigt. Ja, das ist also so ganz rudimentär quasi. Und die anderen Sachen, die passieren dann zwischen Netzwerkkarte und Betriebssystem. Und hier macht das Betriebssystem die Daten dann langsam bereit, um sie an das Programm zu übergeben. Ja, also wenn ihr euch das so vorstellen wollt, ist es so, ihr habt jetzt zum Beispiel Skype, ja, oder Skype benutzt gar keiner mehr. Ihr habt jetzt irgendeinen Videokonferenzanbieter. Was nehmen wir? Wir nehmen BigBlueButton. Okay. Ich habe jetzt BigBlueButton, läuft ja über meinen Browser und mein Browser sagt, hey, Betriebssystem, ich brauche jetzt das aktuelle Bild von der Webcam. Und das Betriebssystem sagt, okay, alles klar. Ich mache dir das bereit, holt dieses Bild und verpackt es quasi in ein Päckchen. Und dann sagt der Browser, hey Betriebssystem, schick mal dieses Päckchen bitte über die Netzwerkkarte an den anderen Teilnehmer. Und Betriebssystem nimmt dann dieses Päckchen, erfährt von der Software, an welchen Teilnehmer das geschickt werden soll. Und das passiert dann hier quasi auf dem Presentation Layer. Dann wird geguckt, gibt es eine Verbindung? Ja, okay, es gibt eine Verbindung. Dann wird auf diesem Layer geschaut, ich habe jetzt hier 5 Pakete, die dieses Bild ausmachen. Ich schicke die jetzt mal los. Und am Ende soll es zu dem und dem und in diesen Header wird halt geschrieben, wer der nächste auf dem Weg ist. In meinem Fall wäre das zum Beispiel der Access Point da oben. Genau, und im Application Layer werden die Daten dann halt ausgegeben auf dem Bildschirm und auf das Keyboard. Da wird das Programm dann die Daten quasi zum Beispiel in diesem Fall ein klitzekleines Bild auf den Bildschirm werfen. Und so kann man dann unterscheiden zwischen den verschiedenen Ebenen, auf denen Dinge passieren. Und was wir jetzt gelernt haben, und das ist relativ interessant, ist, dass wenn ich Informationen weiterleiten will, so wie Stefan oder Larissa, ja, dann brauche ich eigentlich diese ganzen Informationen auf Layer 4 bis 7 gar nicht. Die sind für mich nicht wichtig. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ich zwischen Stefan und Larissa sitze und die Larissa möchte dem Stefan einen Zettel schicken, dann brauche ich eigentlich nicht in den Zettel gucken, wenn sie schon so gezeigt hat, dass das für den Stefan ist und nicht für mich. Wenn ich gemein bin, kann ich trotzdem reingucken und wenn Larissa keine Geheimsprache benutzt, dann kann ich auch lesen, was drinsteht. Und das ist im Kern, was mit Deep Packet Inspection gemeint ist. Also wenn ich jetzt
auf Infrastruktur, auf Netzwerkinfrastruktur angewiesen bin und ich schicke ein Paket über einen Server zu jemand anderem und dieser Server, der braucht eigentlich nur hier im dritten Layer in den IP-Header gucken, um zu wissen, für wen anderen das ist. Was der aber machen kann, ist entweder live hier reinzugucken in die anderen Layer und zu schauen, für welches Programm ist das eigentlich. Oh, das ist ja ein Bild. Na, mal gucken, wann die anderen Pakete kommen, dann kann ich mir das Bild als Ganzes angucken. Oder der legt die beiseite und speichert die, während er sie weiterleitet. Da braucht man unglaublichen Speicherplatz dafür, um das zu machen. Aber andererseits kann man dann später in aller Ruhe den Traffic analysieren und gucken, was da so rumgelaufen ist. Und, also genau, das ist mit dem Packet Inspection gemeint. Was auch noch witzig ist, wir haben ja jetzt, wenn Techniker miteinander reden und die sagen, oh, das Problem ist auf Layer 1, dann ist die Leitung halt irgendwie kaputt. Wenn die sagen, ja, das Problem ist irgendwie auf Layer 7, dann hat das Programm halt gehakt, ja. Und wenn sie sagen, das ist auf Layer 8, ne, also wenn wir quasi von der Netzwerkkarte ganz, von dem Kabel über die Netzwerkkarte, über das Betriebssystem und den Computer bis hin zum Programm und dem Bildschirm gucken, quasi immer weiter raus aus dem Computer, dann ist ja logisch gesehen an achter Stelle sozusagen, auf der achten Schicht ist ja dann der Nutzer hinter dem Computer. Und wenn die dann also sagen, das Problem liegt auf Layer 8, und dann ist das, ja, damit ist dann der Nutzer gemeint. Wer also gerne mal einen Techniker beleidigen möchte oder sich freundlich mit dem Techniker stellen will und sagen, ich weiß nicht, ob das Problem hier auf Layer 8 liegt. Manche verstehen das, die meisten